Heute als Gast haben wir Professor Dr. Ulf Sobeck, der Experte ist für das Thema Neurotraining. Was das genau ist, werden wir natürlich später noch erklären. Ulf, ich denke, es ist okay, wenn ich dich duze hier in dem Interview auch, hat schon viel, viel Erfahrung gemacht. Ich selbst habe ihn an der Hochschule kennengelernt, er war mein Dozent und habe ihn dann auch mal auf einer Fortbildung zum Beweglichkeit, also sozusagen Beweglichkeitskongress kennengelernt und da auch nochmal gemeinsam trainiert. Ja, Ulf, du hast einiges gemacht. Vielleicht erzählst du kurz selbst mit Bundeswehr, Athletiktrainer und so weiter, was so dein Werdegang ist und vielleicht dann auch direkt, wie du zum Neurotraining gekommen bist, bevor wir dann darüber sprechen, was Neurotraining denn überhaupt ist. Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung und ein fröhliches Hallo an alle Zuhörer. Ich freue mich, dass ich heute das Thema Neurotraining kurz vorstellen kann. Und für mich als sag ich mal, ehemaliger Dozent ist natürlich auch immer schön zu sehen, wie sich die ehemaligen Studierenden entwickeln. Also Tobias, da wirklich nochmal Hut ab, tolle Leistung, was du da auf die Beine gestellt hast. Und auch jetzt der Podcast zeigt, dass du auch innovativ unterwegs bist. Und das werden eure Mitglieder sicherlich auch zu schätzen wissen. Also von daher freue ich mich sehr über die Einladung zum Podcast. Und wie gesagt, erstmal vorab, toll, was du da auch auf die Beine gestellt hast. Aber ich denke, deine Mitglieder werden wissen, was du schon alles gemacht hast. Ja, zu mir ganz kurz. Ich habe in München Sportwissenschaft studiert mit Schwerpunkt Gesundheit und Freizeitsport. Habe das im Rahmen meiner 12-jährigen Dienstzeit bei der Bundeswehr gemacht. Und habe dann nachher letztendlich überlegt, wofür schlägt mein Herz. Und das war dann tatsächlich der Sport insgesamt. Aber der Gesundheitssport war sicherlich eine wichtige Facette in meinem Leben. Aber ich habe mich dann nachher entschieden, dann, dass man Gesundheit auch im Leistungssport anwenden kann, dass auch Leistungssportler gerne gesund sein bleiben möchten. Und bin dann in die Sparte Fußball, weil ich da meine eigenen sportlichen Wurzeln habe, gewechselt. Und habe dann über verschiedene Trainerstationen vom 1. FC Brücken beim 1. FC Köln und bin jetzt seit, ja, ich glaube jetzt im 10. Jahr bei der Nationalmannschaft, betreue dort die U-Nationalmannschaft, wirklich von U15 bis U20. Im Augenblick habe ich die U20-Nationalmannschaft der Männer und bin dort als Athletiktrainer zuständig. Und da hat man natürlich dann auch mit der Gesundheit der Spieler im Rahmen des rehabilitativen Prozesses, im Rahmen von Verletzungen natürlich auch sehr, sehr viel zu tun. Aber ich glaube, allein das Thema Gesundheit könnte man jetzt drei eigene Podcasts machen, aber soll ja heute nicht das Thema sein. Ja, wie bin ich zum Neurotraining gekommen? Da muss man klar sagen, dass ein Kollege von mir, der Harald Gärtner, auch ein Dozent an der Hochschule, mich einfach auf eine innovative Trainingsform hingewiesen hat, weil wir beide Weiterbildungsjunkies sind. Das heißt, ich denke, es ist immer sehr, sehr wichtig, sich ständig vorzubilden. Ich könnte sagen, hey, Professor, ich brauche jetzt nichts Neues, das sehe ich komplett halt anders. Ich denke, das lebenslange Lernen ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und so haben wir uns dann immer gegenseitig, wenn wir auf irgendwelchen Fort-, Aus- und Weiterbildungen waren, einfach kurz erzählt, wie es war. Und ja, dann hat er mir das erzählt und ich dachte, boah, nach Amerika, nach Norwegen, nach Schweden zu fliegen für 4 Tage. Dann war es preislich auch sehr, sehr aufwendig. Ich habe mir dann die Schulungsunterlagen angeschaut, aber ich sagte, naja, ist vielleicht schon irgendwie was ganz Interessantes. Naja, und dann irgendwann war es dann halt so weit, dass er gesagt hat, so, jetzt komm mit. Ja, und dann war ich dann auch bei dem Gründer von C-Health. Grundsätzlich gibt es zwei bodenständige Institute weltweit, die ein komplettes Curriculum haben. Das ist Carrick-Institut und C-Health. Und ich hatte dann das Vergnügen, beim Dr. Eric Kopp meine erste Präsenzphase vor Ort dann durchzuführen. Und dann war das Feuer entfacht, weil für mich war es einfach der Schlüssel, der mir in all den Jahren auch gefehlt hat, das verbindende Element zwischen den ganzen Weiterbildungen. Für mich ein sehr schlüssig aufgebautes Curriculum, dann sehr amerikanisch, was ich auch mag, sehr überzeugend. Und ja, so bin ich letztendlich dann dahin gekommen. Und wie soll man sagen, von Persönlichkeitstyp bin ich so ein Finisher. Das heißt, wenn ich irgendwas anfange, dann mache ich es in der Regel auch bis zum Ende. Ja, sei es die Ausbildung, als ich mal Tauchen kennengelernt habe, gesagt, wow, super, da bin ich halt Tauchlehrer geworden und Skifahren hat mir Spaß gemacht, dann muss ich halt Skilehrer werden. Und so war es jetzt halt auch beim Neurotraining. Das heißt, die höchste Ausbildungsstufe, die man dort erreichen kann, ist der sogenannte Master Practitioner. Das ist eine recht aufwendige Prüfung, zeitlich und halt auch inhaltlich. Vielleicht ganz kurz nochmal ein Beispiel, warum es aufwendig ist. Weil man eine normale Prüfung am Studium, du erinnerst dich, dann brauchtest du 55%, um eine Prüfungsleistung zu bestehen, also im Studium, also was eine hohe Anforderung ist. Bei Eric Kopp hat man jede einzelne Prüfung mit 100% zu bestehen.
Das heißt, wenn man dort in der Prüfung einen einzelnen Fehler macht, darf man das alles normal machen. In der Regel ist pro Modul 2 bis 3 Prüfungen und jeder muss mit 100%. Das hat natürlich am Ende auch irgendwas nachher mal mit Fleiß zu tun. Aber ich sage mal, diesen Weg gehen dann nur sehr, sehr wenige zu Ende, weil kann man sich vorstellen, man hat dann 20 Fragen beantwortet und hat dann 99%, weil man ein Kreuzchen oder eine Frage falsch beantwortet hat und darf alles nochmal neu machen. Von daher, ja, eine sehr, sehr differenzierte, sehr tiefe Ausbildung. Ich bin, obwohl ich jetzt Master Practitioner bin, weit davon entfernt zu sagen, dass ich das vollständig und voll durchdrungen habe. Und das ist auch das Schöne, warum ich auch so gerne dabei bin, weil es da ständig neue Sachen zu entdecken gibt, ständig weiterzubilden. Und das ist natürlich gegenüber dem klassischen biomechanischen Ansatz, der an den Universitäten gelernt wird. Die Muskeln und Knochen, da hat man in letzter Zeit relativ wenig neue gefunden. Aber die Erkenntnisse aus dem Bereich der funktionellen Neuroanatomie sind da wirklich, will ich sagen, täglich, wöchentlich, sodass es ein sehr, sehr spannendes neues Feld ist. Und es ist ja oft so, dass solche Wellen von Amerika dann irgendwie rüberschwappen. Und diesmal war ich relativ weit vorne mit auf der Welle, so dass wir, ich weiß nicht, wie viel genau es im Augenblick im weltweit gab. Als ich meinen gemacht habe, waren wir 32, diese Ausbildung absolviert haben. In Deutschland, glaube ich, sind wir 8 oder 9. Ich habe das nicht tagtäglich aktualisiert, aber das vielleicht zur Ausbildung, zum Thema Neurotraining und wie gesagt, das Curriculum, glaube ich, wäre jetzt auch ein eigener Podcast wert, das mal vorzustellen. Und so habe ich quasi das quasi in meine Tätigkeiten bei der Nationalmannschaft, in meinem Studium mit eingebracht. Und so, das war auch jetzt hier in meinem Institut, ich denke, das kann man ja auch nennen, an der Deutschen Hochschule Prävention und Gesundheitsmanagement und BSA Akademie, dort jetzt bereits erste Kurse auch entwickelt habe und die auch auf Therapiemessen und so weiter vorstellen, weil gerade auch im gesundheitsbezogenen Bereich da einfach nochmal eine neue Facette zum klassischen Training dazukommt. Das ist ja auch euer Thema, Gesundheit und Gesundheit verbessern. Und da ist sicherlich das neurozentrierte Training, das Neurotraining vielleicht ein zukünftiger großer Baustein, ohne dass die anderen Bausteine dann halt irgendwie wegfallen. Aber es ist letztendlich vielleicht nochmal so ein bisschen der Zement, der die ganzen Sachen halt auch so ein Stück weit zusammenhält. Das vielleicht so in Kürze zum neurozentrierten Training. Super spannend, da merkt man schon, wie weit dieses Feld ist und wie komplex auch, weil es halt dann ja auch in die Gehirnforschung und so weiter eingeht. Ich erinnere mich, also das erste Mal, als ich von dem Thema gehört habe, da war das der Lars Lienhardt, das ist wahrscheinlich einer der bekannten deutschen Neurotrainer auch. Und ich meine, das wäre sogar auch in den Medien gewesen, da leckt eine Sprinterin an der Batterie und läuft auf einmal schneller. Was hat das, also nicht, weil die den Strom aus der Energie, aus der Batterie saugt, aber was hat das vielleicht auch mit Neurotraining zu tun? Und du hast eben schon gut angesprochen. Also für uns ist natürlich nicht so diese Athletik-Performance jetzt sinnvoll oder wichtig, sondern für unsere Mitglieder ist natürlich interessant, welche Vorteile hat Neurotraining vielleicht auch für Abnehmen, Schmerzreduktion und so weiter, Stressreduktion. Vielleicht magst du einmal ganz kurz erklären, was ist Neurotraining überhaupt? Ja, vielleicht, um das den Ball erstmal aufzuwerfen, Lars Lienhardt ist sicherlich der bekannteste Vertreter in unserer Zunft und sicherlich auch, nicht umsonst trainiert der Zverev von den ganzen Profis, auch ein sehr, sehr guter Praktiker. Und wir sind halt auf der einen Seite sehr dankbar, dass er durch seine Persönlichkeit das Thema in die Medien bringt, weil dadurch wird es letztendlich bekannt. Die Gina Lückenkämper, die quasi diese Stimulation des Zungennerves dort genutzt hat. Und deswegen hole ich jetzt etwas größer aus. Ja, das ist eine Athletin im Leistungssport, aber der Ansatz vom Neurotraining ist, dass wir jeden Kunden, also unabhängig davon, ob er jetzt 100 Meter Europameister ist oder den ganzen Tag im Büro sitzt, dass wir jeden Kunden im neurozentrierten Training als Athleten betrachten. Das heißt, auch der Büromitarbeiter muss seine Leistungen erbringen, dass er 8 Stunden im Büro sitzt, ohne dass er Rückenschmerzen bekommt, dass er hohe, vielfältige Anforderungen hat, ohne dass der Stress so hoch kommt. Deswegen, wenn wir jetzt hier zukünftig jetzt von Athlet sprechen, würde ich den Begriff gerne weiterfassen als einfach jetzt nur die Top-Performer auf Bundesliga- oder Welttennisspieler, sondern da machen wir im neurozentrierten Training tatsächlich keinen Unterschied. Dass bei denen das genutzt wird, um ihre sportliche Leistung zu verbessern, gar keine Frage. Aber jeder von uns muss in seinem Beruf, in seinem täglichen Umfeld Leistung bringen. Und darum geht es letztendlich beim neurozentrierten Training, dass man quasi die Leistung des Athleten dann verbessert. Wie gesagt, das kann im einen in der höheren Konzentrationsfähigkeit sein, das kann beim anderen sein, dass er Gewicht reduziert, das kann beim einen sein, dass er Stress reduziert. Und deswegen, man spricht da so gerne von einem holistischen Ansatz, von einem ganzheitlichen Ansatz. Und das ist durch das neurozentrierte Training gegeben. Was ist Neurotraining?
Vielleicht kindlich erklärt. Ich erkläre es immer so, dass man sagt, also ich spiele mit Gehirn und damit meine ich jetzt nicht, dass ich die hin und her werfe, sondern es gibt letztendlich Gehirnareale, die etwas unteraktiviert sind. Das heißt, die muss man ein bisschen erwecken, die muss man ein bisschen wachküssen, sage ich halt immer, und vielleicht andere Gehirnbereiche, die zu aktiv sind, die muss man so ein bisschen beruhigen. Das heißt, was wir machen durch ein inputzentriertes Training, das heißt, häufig sind die klassischen Modelle auf den Output ausgerichtet. Also als Beispiel, jemand bekommt eine Kniebeuge jetzt nicht hin, dann wird halt irgendwie geschaut, wie kann ich die Kniebeuge verbessern. Was wir aber beim neurozentrierten Training ändern, ist die Sichtweise. Das heißt, wir schauen, welche Informationen bekommt der Körper, dass am Ende diese Bewegung halt rauskommt und wollen diese Eingabe, diese Information verbessern. Also ein sogenanntes inputzentriertes Training. Das Modell ist relativ einfach erklärt. Unser Nervensystem kann drei zentrale Sachen. Es kann Informationen aufnehmen, es kann Informationen verarbeiten, es kann Entscheidungen letztendlich dann über diese Informationen treffen und dann kommt es letztendlich zu einer Ausführung. Und was wir halt machen, ist, dass wir quasi die Input, also das, was wir aus den Peripherie, sogenannte afferente Nerven, also von der Peripherie zum zentralen Nervensystem, dass wir diese Sachen optimieren, dass wir diese Verarbeitung, Entscheidung optimieren und dass dann am Ende der Output dann entsprechend verbessert wird. Also so könnte man das vielleicht mit einfachen Worten erklären, dass man also quasi überlegt, was gebe ich dem Kunden gezielt als Input, um dass dann nachher die Kniebeuge sich dann verbessert. Hast du jetzt vielleicht sogar für das Beispiel Kniebeuge direkt nochmal ein praktisches Beispiel, eine praktische Übung, die man dann durchführen könnte, wenn die Übungsausführung jetzt nicht passt? Gerne. Also zunächst einmal muss man sagen, dass halt jeder Recht auf sein eigenes Gehirn hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Also das neurozentrierte Training ist ein individualisierter Ansatz. Das heißt, wir haben alle Vorerfahrungen, sportliche Vorerfahrungen, wir haben unterschiedliche Verletzungen, wir haben unterschiedliche Stresslevel. Deswegen ist da diese Idee One Fits All, also dass die eine Übung für alle passt, ist einfach nicht gegeben. Das muss man wissen, weil wir einfach einzigartig sind. Jeder hat ein einzigartiges Gehirn durch seine Erziehung, durch sein Leben. Und ich will das einfach trotzdem mal am Beispiel in der Kniebeuge jetzt verdeutlichen. Und zwar kann es sein, dass der Körper durch die Auf- und Abbewegung haben wir in unserem Gleichgewichtsorgan, haben wir Rezeptoren, so einfach ausgedrückt, die für eine Hoch- und Tiefbewegung zuständig sind. Sollten diese Rezeptoren, ich sage jetzt mal bewusst unteraktiviert sein, bremsen die. Wir müssen uns so vorstellen, dass unser Körper so aufgebaut ist, dass er uns schützen möchte. Jetzt machen wir eine schnelle Hoch- und Tiefbewegung. Unser Körper kann mit diesen Informationen nichts anfangen und schränkt dadurch die Bewegung ein. Was macht er? Dass er zum Beispiel weiter in die Hüfte abknickt, dass er nicht so hoch und tief geht. Das heißt, beim neurozentrierten Training würden wir dann quasi diese Input-Systeme, also ich vereinfache das jetzt mal, es wären drei Stück. Das wären einmal das visuelle System, also das, was mit den Augen zu tun hat. Dann wäre das vestibuläre, also das Gleichgewichtsorgan. Und dann das Propriozeptive, die Eigenwahrnehmung in den Gelenken. Alles dort haben wir vereinfacht gesagt Rezeptoren, die uns Informationen senden. Und wenn jetzt einer dieser Rezeptoren seine Aufgaben nicht macht, wird das Gesamtsystem sagen, ich habe da nicht hinreichend Informationen bekommen. Und aus diesem Grund fällt es mir sehr, sehr schwer, die Bewegung so auszuführen, weil mir einfach Informationen fehlen. Kann man sich vorstellen, wenn man im dunklen Raum läuft, man sieht nichts mehr, läuft man auch langsamer, weil mir Informationen fehlen. Und so ist es letztendlich beim neurozentrierten Training auch, wenn über die Input-Sachen mir fehlen oder falsche Informationen übermittelt werden, dann kann das dazu führen, dass die Gesamtbewegung, der Output, wie beim Laufen im dunklen Raum, dass es dort schlechter wird. Also konkret wäre es jetzt hier zum Beispiel, dass es durchaus sein kann, dass durch ein Training der Auf- und Abbewegung, das heißt, man würde einfach ein Bild vor sich haben, wo meinetwegen Buchstaben drauf sind, würde dann diese Auf- und Abbewegung zunächst einmal trainieren, dass der Körper dann, sage ich mal, den Buchstaben weiterhin scharf sehen kann. Und durch diese Auf- und Abbewegung kann es dann tatsächlich sein, und das sagen manche wieder, oh, es ist Voodoo und es ist Zauber und wieso kann ich plötzlich jetzt eine Kniebeuge? Ja, weil wir einen Teil des Gehirns, was zuständig ist, was den Fuß auf die Bremse gelegt hat, einfach dafür gesorgt hat, dass diese Bremse jetzt nicht mehr da ist und plötzlich kann man die Bewegung. Also da habe ich wirklich die verrücktesten Sachen gesehen. Und teilweise kommen meine Söhne mit ihren Freunden nach Hause und sagen, pass auf, mein Papa verzaubert dich gleich. Das hat aber nichts mit Zauber zu tun, sondern einfach mit angewandter Neurophysiologie bzw. Neuroanatomie. Und diese Erkenntnisse gab es früher nicht, das muss man ganz klar so sagen. Erst durch die besser gewordene Medizintechnik war es letztendlich möglich, auch die Abläufe im Gehirn, zumindest was Blutflüsse und sonst irgendwas, besser dann darzustellen.
letztendlich in der Forschung ist man noch weit davon entfernt, wirklich die komplexen Inhalte im Detail zu verstehen. Aber wir entwickeln uns langsam so in die Richtung. Das heißt, um die Frage abschließend zu beantworten, man würde halt die verschiedenen Rezeptoren testen und dann einfach schauen, ist vielleicht ein Problem mit den Augen, ist mit dem Gleichgewicht zu sehen oder mit der Propriozeption. Und deswegen machen wir alle immer Neurotraining. Das heißt, der Trainer, der das Sprunggelenk dann verbessern und mobilisiert, arbeitet an diesem Inputfaktor Propriozeption, Eigenwahrnehmung. Und wenn das die Baustelle war oder ist, dann wird sich die Kniebeuge auch so verbessern. Aber wenn das Problem Gleichgewichtsorgan ist, dann kann man noch so viele Übungen am Sprunggelenk, Knie und Hüfte in der Mobilisation machen. Letztendlich wird dann das Gleichgewichtssystem immer das Gesamtsystem halt bremsen und dann wird die Kniebeuge vielleicht dann nie so aussehen, wie der Kunde sich das wünscht. Okay, also zusammenfassend kann man sagen, wir haben in den klassischen Ansätzen uns sehr viel auf diese Rezeptoren, also Propriozeption, verlassen und das visuelle System und das vestibuläre System, also im Innenohr, haben wir ein Stück weit vernachlässigt, mit dem wir aber sehr schnell diesen Zaubernutzen, nenne ich es mal, dann erreichen können. Also man macht dann eine Übung, zum Beispiel eine Kniebeuge, dann macht man eine zielgerichtete Übung, zum Beispiel mit dem visuellen System, also mit den Augen, und dann geht die Kniebeuge direkt geschmeidiger, tiefer, vielleicht mit mehr Gewicht sogar. Das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass es keine strukturelle Einschränkung ist. Bedeutet also, letztendlich entscheidet unser Gehirn darüber, ob wir die Bewegung jetzt gut ausführen können oder nicht. Ist das richtig? Das ist sehr gut zusammengefasst. Das ist auch das zentrale, die zentrale Aussage, dass alles, was wir machen, wenn wir keine Kniebeuge machen, ist das eine Entscheidung des Gehirns. Wenn wir Schmerzen haben, ist es eine Entscheidung des Gehirns. Wenn wir schlecht schlafen, ist es eine Entscheidung des Gehirns. Ne? Und das ist also ganz richtig. Das heißt, das Gehirn als zentrales Organ entscheidet aufgrund der eingehenden Informationen, wie damit umzugehen ist. Und der Körper ist relativ gut, er kann sehr, sehr viel kompensieren, das toleriert auch unser Nervensystem. Aber irgendwann sagt der Körper, jetzt ist Schluss und ein klassisches Signal dafür ist zum Beispiel der Schmerz. Ne? Wir im neurozentrierten Training sagen, Schmerz ist alles das, was uns abhält, das zu tun, was wir eigentlich tun möchten. Das ist also eine erweiterte Schmerzdefinition. Und wenn man sich auch die ja, wissenschaftliche Literatur zum Schmerz anschaut, dann hat es auch gerade bei der, ja, bei der zentralen quasi Stelle, die dafür zuständig ist, hat sogar ihre Schmerzdefinition nach über 40 Jahren verändert, ne? Weil man dann einfach auch festgestellt hat, okay, man konnte halt einfach zum Beispiel Phantomschmerz, solche Sachen konnte man einfach nicht mehr vernünftig erklären. Und deswegen hat die International Association of Pain hat dann sogar ihre eigene Definition verändert, dass Schmerz eben kein Output, also kein Input-Signal ist, sondern Schmerz ist halt ein Output. Also dass man Schmerz, ob was Schmerz oder nicht, das ist eine Entscheidung des Gehirns ist. Und das kennt man ja auch aus dem Alltag. Nehmen wir mal das Kind, was nach Hause kommt, ne, und die Eltern schauen dann, du hast ein blutiges Knie, das Kind guckt runter, ja, habe ich gar nicht so mitbekommen. Das heißt, wir müssen auch unsere Kunden ein Stück weit mit diesem neuen Schmerzverständnis erziehen, dass nicht Schmerz automatisch bedeutet, dass was kaputt ist. Und wenn was kaputt ist, bedeutet das nicht automatisch Schmerz. Da gibt es also sehr, sehr viele schöne Studien zu, die das einfach belegt haben, dass selbst bei einer Rückenproblematik, bei einem Bandscheibe und sonst halt irgendwas, dass die Leute absolut schmerzfrei sind, obwohl sie Veränderungen an den Bandscheiben haben. Und wenn dieser Kunde dann zum Arzt geht und dann sagt, ich habe Rückenschmerzen, dann guckt er drauf und sagt, ja, du hast eine Veränderung. Und das wird häufig als Begründung dazu angegeben. Diese Kausalität muss aber eigentlich aufgehoben werden. Und wenn die Kunden das und das halt auch lernen, dass sie da selber die Entscheidung treffen, wie was einzuordnen ist, dann kann man da auch vielfältige Behandlungserfolge dann erzielen. Also es liegt letztendlich immer an dem Kunden oder jetzt bei euch, bei dem Mitglied selber zu entscheiden, wie gehe ich mit dem Schmerz um, welche Bedeutung messe ich dem bei. Okay, das heißt ja auch, dass man dann mit einem Neurotraining da Verbesserungen haben kann. So wie ich das wahrgenommen habe, gibt es ja zum Beispiel auch Verbesserungen der Beweglichkeit, die halt sehr schnell passieren können, wenn die Einschränkung in dem jeweiligen System dann direkt behoben wurde. Die Frage ist dann auch, wenn das übers Gehirn eingeschränkt wird, jetzt in der Beweglichkeit, zum Beispiel in der Vorbeuge, und man hat dann über ein Neurotraining das direkt verbessert. Wie nachhaltig ist das und wie kriegt man dann diese Veränderungen so integriert, dass die auch wirklich nachhaltig bleibt?
Das ist eine berechtigte Frage und auch eine gute Frage, aber zunächst einmal heißt es ja auch Neurotraining. Das ist mir auch ganz wichtig. Es ist also ein langfristiger, strukturierter Prozess. Und ich vergleiche es immer so ein bisschen mit einem Update, Software-Update vom Computer. Es kann sein, dass durch eine einzelne Übung wirklich, und das habe ich auch mehrfach schon gesehen, die Verbesserung dauerhaft sofort eintritt, weil das kennt man ja auch, wenn was eine besondere emotionale Bedeutung für uns hat, dann haben wir es einmal gemacht. Und wir erinnern uns unser Leben lang dran. Also ich will jetzt nicht vom ersten Kuss oder sonst halt irgendwas anfangen, aber das heißt, wenn wir unserem Gehirn eine so hohe Bedeutung mit der Übung geben und dann kann es sein, dass es wirklich dauerhaft und sofort ist. Das ist die Ausnahme. Das ist natürlich, was wir uns als neurozentrierte Trainer mal wünschen. Man macht einmal so und dann ist es für immer und ewig geheilt. Wie gesagt, das kann sein, ist aber tatsächlich eher die Ausnahme. Der Vorteil aufgrund der Systematik ist jedoch, dass unser Gehirn sich verändert. Der Fachbegriff dafür ist Neuroplastizität. Das heißt, unser Gehirn kann sich verändern. Jeder von Ihnen weiß Sachen heute, die er vor 6 Monaten noch nicht wusste. Aber ich bin mir auch sehr sicher, dass jeder von Ihnen viele Sachen jetzt nicht mehr weiß, die er noch vor 6 Monaten wusste. Das heißt, je nachdem, welche Bedeutung wir einer Sache geben, vergessen wir die, wenden wir die an oder halt eben nicht. Und das Gehirn, aber das ist ganz, ganz wichtig, bis ins höchste Alter kann sich halt verändern. Das heißt, die Strukturen können sich anpassen. Und dazu braucht es aber einen ständigen Reiz. Und leider ist die Forschung noch nicht so weit, dass man sagen kann, man braucht 8, 10, 12, 100.000 Wiederholungen. Da gibt es Modelle, die das sagen. Aber letztendlich geht es einfach um die Bedeutung, die Wichtigkeit. Und wenn ich diese Übung, die bei allen Übungen im Gesundheit- und Fitnessstudio konzentriert und bewusst mache und meinem Körper signalisiere, hey, diese Übung ist wichtig für dich, weil dann werden wir da auch eine höhere Priorität und dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sich der gewünschte Zustand längerfristig halt irgendwie anhält. Ne? Und von daher kann man da jetzt leider nicht sagen, 3 oder 5 Wiederholungen, aber, und das finde ich ist das Allerwichtigste, das Nervensystem reagiert schnell. Das heißt, wenn ich eine Übung habe, die das auch kurzfristig verbessert, kann ich sicher sein, dass es eine Übung ist, die mich verbessert. Und das kann man leider bei vielen Übungen häufig nicht sagen, weil sehr häufig hört man, ja, wir gucken mal in 6 bis 8 Wochen. Das ist beim neurozentrierten Training eben nicht so. Das heißt, man sieht die Veränderung unmittelbar, ob es in die richtige Richtung geht. Und dann tut es mir leid für alle Mitglieder. Da ist der Voodoo dann leider vorbei. Ab dann gibt es tatsächlich auch Arbeit. Aber das Schöne an der Geschichte ist natürlich, ich weiß, wenn ich das mache, reagiert mein Nervensystem positiv daraus und es verändert sich in die richtige Richtung. Und jeder, der Schmerzen so hat und vorher Schmerz 6 hat und nach einer Übung 3 hat, wird die 3 sofort unterschreiben. Ja, und klar, möchten wir irgendwann wieder auf Null kommen, aber damit sind wir dann schon mal auf dem richtigen Weg. Und das ist, glaube ich, was eine sehr, sehr schöner Aspekt bei diesem neurozentrierten Training ist. Und deswegen haben wir da auch immer Testung. Wir machen dann die Übung, machen den Retest. Und dann unterscheidet man, ist die Übung positiv? Dann habe ich meine Übung verbunden, die mich verbessert. Es gibt dann sogenannte neutrale Übungen und dann Rehab-Aufarbeitungsübungen, gibt es verschiedene Begriffe für. Aber es gibt tatsächlich auch Übungen, die unser Nervensystem so stressen, dass wir schlechter werden. Und auch da gibt es schöne Krafttrainingstudien dazu, dass Leute Krafttraining gemacht haben und nach 10 Wochen Training oder 12 Wochen Training bei 4-mal die Woche Training schlechter geworden sind als vorher, weil die Auswahl der Übungen die Leute so gestresst haben, dass ihre Leistung runtergegangen ist. Also von daher ist, ich sage mal, wer nicht testet, rät. Und das ist natürlich dann im guten Gesundheitszentrum wie bei euch auch, dass dort regelmäßige Tests angeboten werden, ist unumdingbar, weil wie gesagt, wer nicht testet, rät. Und wie soll man sonst gucken, ob es in die richtige Richtung geht? Weil die Individualität eines jeden Mitglieds ist so hoch, sodass man da wirklich auch individuell drauf eingehen muss. Und das geht natürlich in so einem Gesundheitszentrum, ist das gut. In anderen Konzepten ist einfach diese Art der Betreuung, diese Testung eben nicht gegeben. Und dann muss man halt einfach auf den Zufall hoffen. Auch da wird es selbstverständlich Ergebnisse geben, aber sicherlich nicht in der Regelmäßigkeit und nicht vor allen Dingen mit der Wahrscheinlichkeit. Ja, sehr spannend. Also das zeigt schon mal, dass man eigentlich relativ schnell, und das ist vielleicht auch so der Vorteil vom neurozentrierten Training, rausfindet, ist die Übung für die Person individuell geeignet oder nicht und macht es Sinn, die langfristig zu verfolgen, was natürlich bei einem klassischen Training einen deutlich längeren Zeitraum hat. So hast du es ja gesagt, 6 Wochen, 8 Wochen, um rauszufinden, bringt das was oder nicht. Vielleicht kurz auch nochmal zu dieser Neuroplastizität. Man stellt sich das ja häufig so vor, wenn man zum Beispiel ein Bewegungsmuster lange erlernt hat oder vielleicht einen Schmerz sehr lange erlebt hat, dass sich da auch erst so ein kleiner Pfad bildet und dann irgendwann so neuronale Autobahnen. Ist es so, dass wenn man jetzt ganz lange in einem fehlerhaften Bewegungsmuster drin ist, dass es dann auch schwerer ist,
das aufzubrechen und dass es dann mehr Training, längeres Training braucht, um diese neuronalen Strukturen zu verändern? Also wichtig ist, und das ist richtig, es gibt schon Schmerzsignaturen. Das ist also auch der Schmerz selber. Es gibt also nicht dieses eine Schmerzzentrum, nicht diesen einen Pfad, sondern letztendlich, wenn man vom Schmerzen halt spricht, je nachdem, wie man die Gehirnareale zusammen addiert, sind beim Schmerz leuchten in unserem Kopf 12 verschiedene Areale auf. Und jeder von uns hat in diesen Schmerzarealen, ich sag mal, das ist dann, ich sag mal, im motorischen Kortex, also beim Frontallappen, leuchtet bei dem einen vielleicht ein bisschen heller auf, beim anderen leuchtet es ein bisschen im Kleinhirn auf. Also das heißt, wenn ich jetzt deinen Mitgliedern, was ich natürlich nicht machen werde, aber bildlich gesehen vor Schienbein trete, dann würden bei allen alle 12 Regionen aufleuchten, aber beim einen wird Region 3 viel heller leuchten als bei Region 5. Und darauf ist natürlich dann auch das Training so ein bisschen halt abzustimmen. Und das bedeutet, dass man unter Umständen, je nachdem, welche Region ist, die gut anpassbar ist, relativ schnell aus dieser Schmerzsignatur, auch wenn sie jahrelang eingeplant ist, relativ schnell wieder rauskommen. Ich sag mal, wenn es etwas tiefer sitzt, dann ist tatsächlich so, dass es dann etwas längere Veränderungen dann benötigt. Aber, das habe ich schon gesagt, Ziel muss es einfach sein, dem Körper einfach auch zu zeigen und auch dem Gehirn zu zeigen, schau, ich kann den Schmerz reduzieren. Und was wir halt immer sagen, Ziel muss es einfach sein, am Ende, dass man eine schmerzfreie Bewegung hinbekommt, sodass der Körper lernt, hey, ich kann auch schmerzfrei. Und wenn er das lernt und einfach dann zur Überzeugung kommt, dass es auch selber hinbekommt, dann kann man sich relativ zügig dann auch, dann hat man 2, 3, dann hat man mal kürzere Schmerzepisoden. Also was sicherlich nicht geht, ist so, dass man zapp, einmal schnipst und dann sind die Schmerzen dann komplett weg. Und auch hier ist natürlich klar, sollte eine strukturelle Veränderung sein, die kann ich halt mit dem Bleistift angucken, auch nicht beheben. Das heißt, wenn der Knochen gebrochen ist, kann ich sicherlich ein anderes Schmerzverständnis davon entwickeln. Aber wenn es einfach nicht weggeht, dann gibt es sicherlich auch Sachen, die dann sicherlich auch durch einen Trainingsprozess tatsächlich nicht mehr da sind. Und dann bin ich in dem Fall dann tatsächlich auch mal froh, dass es Chirurgen gibt. Ich hatte eine Kundin, die hatte sich die Halswirbelsäule gebrochen und hatte ständig Schwierigkeiten im Hals. Und dann habe ich gesagt, ja, das müssen wir operieren lassen. Da habe ich gesagt, ja, aber Sie können auch Neurotraining. Sag ich, ja, aber das müssen wir trotzdem operieren lassen. Ne? Also das ist jetzt auch nicht, dass es das Allerheilmittel ist. Das heißt, man muss schon letztendlich ein bisschen schauen, was ist die Ursache für den Schmerz. Und da haben wir ein Modell, der sogenannte Bedrohungseimer, sodass man wirklich in viele verschiedene Bereiche reinguckt. Also wie ist die Schlaf, wie ist das Essen, wie sieht die Arbeitumgebungen halt aus. Das sind natürlich alles Sachen, die auch auf den Schmerz dann halt irgendwie einzahlen. Was wir natürlich im Gesundheitszentrum dann machen können, ist natürlich, dass wir insbesondere im Aspekt der qualitativ guten Bewegung, der Kräftigung und so weiter, dass wir quasi aus diesem Bedrohungseimer die Sachen eliminieren können. Wir müssen aber unsere Mitglieder auch darauf hinweisen, dass natürlich, wenn sie 8 Stunden am Arbeitsplatz sind und 8 Stunden dort in einer schlechten Haltung und so weiter sind, wir das mit der halben Stunde Training im Gesundheitszentrum auch irgendwie nicht aufwiegen können. Also kurz zusammengefasst, ja, es gibt sicherlich Sachen, die etwas längerfristiger sind, aber der große Vorteil an der Geschichte ist, dass man direkt weiß, dass man in die richtige Richtung geht und dann dadurch das insgesamt auch reduzieren kann. Ja, super spannend auch. Du hast das eben schon so ein bisschen angesprochen, auch mit dem Thema Krafttraining. Für uns ist natürlich interessant oder auch für unsere Mitglieder. Das, was du sagst, heißt ja nicht, okay, Neurotraining ersetzt jetzt alles vorher Dagewesene und ist das Nonplusultra und den Rest brauchen wir nicht mehr, sondern du siehst es sicherlich als Ergänzung. Und jetzt meine Frage, wie ergänzt man das dann? Also natürlich durch einen Coach, der das anleitet, der dann rausfindet, wo sind die Baustellen, welche Übungen helfen, aber wie kann man sich das vorstellen, das dann zu kombinieren mit Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit? Ja, zunächst einmal muss man dann tatsächlich schauen, dass dann auch die Übungen, das macht man ja im individualisierten Plan auch für den Kunden, tatsächlich geeignet sind und dass das jetzt nicht nur geeignet ist Richtung Muskelaufbau, sonst irgendwas, sondern das ist ja, was wir der Kunde in der Einweisung auch fragen. Wie fühlt sich die Übungen dafür an? Wie fühlst du dich mit der Übung? Und natürlich braucht ein Hypertrophieprozess eine Veränderung in den Strukturen. Das braucht natürlich auch seine zeitliche Dimension. Gar keine Frage. Und von daher kann man sicherlich das neurozentrierte Training insofern dann einfach ergänzen, indem man einfach die jeweilige Übung dann für den Kunden, ich nenne es mal immer, gefahrenloser macht. Das heißt, dass die Übungen für ihn leichter sind, dass man eine Übung halt wählt, die vielleicht das Gleichgewichtssystem ein bisschen reduziert, weil er weiß, dass er da Probleme hat. Und das passiert ja in der Regel bei der Übungsauswahl. Ob ich eine freie Übung mache, ob ich eine maschinengeführte Übung mache,
Das heißt, man muss da so ein bisschen halt schauen, wenn der Kunde die Übung ausführt, ob sich dann ein sogenannter Schutzreflex, nennen wir das ein Startle-Reflex, ein Erschreckenreflex, das heißt, ob der Kunde vielleicht die Schultern zusammenzieht, ob er in seinem Gesicht so ein bisschen verzieht. Das wäre also schon ein einfaches, nach außen sichtbares Zeichen, dass diese Übung vielleicht nicht ganz so günstig für den Kunden ist. Und ansonsten wäre es dann einfach logischerweise, dass man irgendwann mal perspektivisch dann die Testbatterie auch um das Sehen und das Gleichgewicht dann erweitert, um da einfach dann gezielt bei den Übungen dann das auch einfließen lassen zu können. Aber wie gesagt, die Arbeit muss grundsätzlich gemacht werden und das muss man auch mal ganz klar voranstellen. Jede Bewegung ist besser als nichts, ne? Das muss man auch mal ganz klar sagen. Das heißt, wenn es systematisch und zielgerichtet ist, macht man auch da Neurotraining, ne? Also nicht, dass man das jetzt falsch versteht. Das heißt, jedes Krafttraining, wo ich mit der Kurzhantel unilateral und so weiter mache, gibt ja auch einen Input an mein Gehirn. Und deswegen machen wir eigentlich immer schon Neurotraining. Und wenn man dann nachher in die Tiefe etwas präziser reingehen möchte, dann schaut man dann wirklich, ob dieser Reiz wirklich perfekt angemessen ist. Und das würde man, wie gesagt, durch einzelne Testungen schauen, wie man guckt, ist das Kleinhirn betroffen, ist das Gleichgewicht, ist das visuelle System betroffen. Und das wären dann Sachen, die man dann zu dem klassischen Krafttraining ergänzen können. Aber egal, ob im Schlaganfall sonst halt irgendwas, ein aerobes Ausdauertraining, Krafttraining zum Muskelaufbau, Muskelerhalt, gerade für ältere Personen, ist einfach erstmal das Nonplusultra. Und wenn dann, sage ich mal, durch die Übungen dann noch Probleme bestehen, dann kann man vielleicht im zweiten Schritt noch mal etwas tiefer gehen und noch mal ein bisschen schauen. Aber die Basis ist trotzdem immer eine Bewegung. Ja, das hast du sehr gut zusammengefasst, vielleicht auch schon mit diesem Satz, ja, man hat das schon immer gemacht, auch vielleicht, wenn man jetzt mit dem Kunden arbeitet und sich ein Feedback einholt, wie fühlst du dich bei der Übung, wenn die Person sich nicht gut fühlt, dann auch direkt eine Alternative anzubieten oder eine andere Variante anzubieten, ist dann ja Neurotraining ohne Toolbatterie, also ohne Testbatterie und das Ganze dann vielleicht nochmal ein Stück weit zielgerichteter zu machen mit den Ansätzen, die du da sehr intensiv studiert hast, das ist sicherlich eine gute Sache. Eine Frage habe ich vielleicht noch zum Abschluss noch, weil das einfach interessant ist, wie das zusammenhängt. Und zwar haben wir jetzt über Schmerzen und so weiter gesprochen, aber auch beim Thema Gewichtsreduktion kann neurozentriertes Training hilfreich sein. Warum? Also wie sind die Zusammenhänge? Warum kann das da helfen und wie kann man sich das vorstellen? Ja, zunächst einmal muss man ja überlegen, wenn ich zu viel Gewicht habe, und deswegen würden wir quasi beim neurozentrierten Training, wenden wir jetzt nicht den Ansatz an, du musst das und das und so weiter halt essen, sondern der erste Schritt beim neurozentrierten Training, um der Gewichtsreduktion zu helfen, ist zunächst einmal, dass ich halt mein Verhalten verändern muss. Das heißt, ich habe ein bestimmtes Verhalten eingewöhnt oder in meinen Alltag einfließen lassen. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, und ich glaube, da war der Kollege ja auch schon mal, der Professor Schumann, bei euch im Podcast: Wie kann ich als nächstes mein Verhalten verändern? Und da wäre dann beim neurozentrierten Training, dass wir dann, wie man aus der Persönlichkeitsbildung das halt auch kennt, gibt es verschiedene Persönlichkeitstypen. Das sind halt Leute, die einfach gesagt haben: Du musst 3 Gramm Kohlenhydrate essen. Und sagte: Jawohl, ich esse 3 Gramm Kohlenhydrate. Wenn ich aber einen anderen Kunden habe, der sagt, ich verstehe es aber nicht mit den 3 Gramm Kohlenhydrat, ich möchte das gerne erklärt werden, weil sonst esse ich das nicht, dann müssen wir natürlich eine andere Strategie fahren, um das Verhalten dann zu verändern. Das heißt, bei einem neurozentrierten Training ist zunächst einmal die Verhaltensänderung. Und jetzt muss man zunächst überlegen, wer entscheidet denn, ob ich jetzt den Apfel oder den Snickers oder die Tüte Chips halt irgendwie habe. Und grundsätzlich wird unser Reptiliengehirn erstmal essen, 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 essen. Und dann sehe ich, ah, Nahrung und hohe Dichte und lecker, lecker, also Snickers. So, jetzt brauchen wir aber dann unseren Neokortex, unser neues Gehirn, so möchte ich es halt nennen. Das unterdrückt ja die Triebe und die Sachen, die wir in unserem alten Gehirn haben. So, und wenn ich da jetzt, sind wir wieder beim Thema, wenn ich da keine gute Regulation habe, wird sich mein Stammhirn immer durchsetzen und ich werde halt immer essen. Das heißt, durch Übungen, durch Sport kann ich natürlich auch diese Decision, also diese Entscheidungstreffen, dann kann ich durch, was bei uns im zentral im, also im Frontallappen geschieht, kann ich durch ein gezieltes Training dann zunächst einmal verbessern. Das ist zunächst einmal der erste Punkt. Der zweite Punkt beim neurozentrierten Training, Gewichtsabnahme, ist auch kein Geheimnis. Ich muss mich einfach auch gerne bewegen. Das heißt, wenn ich Schmerzen habe bei der Bewegung, wenn mir das keinen Spaß macht, wenn ich nicht motiviert bin, dann mache ich die Bewegung halt nicht und dann wird es halt schwierig mit der Gewichtsreduktion, weil letztendlich ein Kaloriendefizit muss ich in irgendeiner Art und Weise definitiv halt aufbauen. Da kommen wir letztendlich auch beim neurozentrierten Training nicht drum herum. Und das heißt, wenn ich es schaffe, dass die Leute sich gerne bewegen mit Übungen, die ihnen helfen, wenn sie schmerzfrei sich bewegen,
dann ist es natürlich auch viel, viel einfacher, diese Bewegungsgewohnheiten dann in der Praxis halt umzusetzen, als wenn ich mich jedes Mal meinen inneren Schweinehund überwinden muss und sage, boah. Das heißt, ich brauche also dann auch eine Übung oder eine Sichtweise auf das Training, die es mir erlaubt, dann auch von mir aus, also intrinsisch heraus, diese Übung dann durchzuführen. Und wenn ich diese Kombination habe, zum einen, dass ich mich gut bewegen kann, dass ich mich zielgerichtet bewegen kann, dass ich die richtige Einstellung dann dazu habe, dass ich quasi den richtigen Persönlichkeitstypen adressiert habe, dann führt das in der Summe dazu, dass ich natürlich dann auch sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell langfristig halt auch abnehmen kann. Aber auch da muss natürlich gearbeitet werden. Von alleine geht es nicht. Aber wie gesagt, wir würden immer erst anfangen, das Verhalten zu verändern, weil es hat ja einen Grund gegeben, warum man sich da diese, weiß ich nicht, wie heißt, sagt der schöne Kollege immer, sich den Schnitzelfriedhof irgendwie angefuttert hat, irgendwie hat. Und daran muss ich als erstes arbeiten. Und dann ist es erstmal zweitrangig, ob ich 3, 8 oder 10 Gramm Kohlenhydrate esse, sondern dass man erstmal da anfängt, in diesem Bereich zu arbeiten. Und deswegen hilft das neurozentrierte Training auch hier bei der Gewichtsreduktion. Super spannend, sicherlich auch für unsere Mitglieder super interessant, diesen Ansatz mal kennenzulernen, auch zu verstehen, dass eigentlich alles, was wir machen, mit dem Gehirn zusammenhängt. Das ist untrennbar und das ist ja sogar der Start von allem. Das heißt, da haben wir einfach noch ganz viel Potenzial, wie vielleicht noch als finale Frage und dann würden wir die Folge auch abschließen. Wie siehst du das in Zukunft? Also, was denkst du, wo sich das hinentwickelt? Wird es irgendwann in der breiten Masse aufgenommen sein? Also, wie ist die Zukunft von dem neurozentrierten Training, auch in dem eher vielleicht konservativen Deutschland im Vergleich zu Amerika? Ja, natürlich, wenn ich die Neurobrille auf, habe, hoffe ich natürlich, dass sich quasi die Erkenntnisse dann, dass sie mit in die Trainingsarbeit einfließen und zwar in die bewusste Trainingsarbeit. Wie gesagt, wir machen es ja grundsätzlich schon. Der Trainer sagt, schau bitte bei der Kniebeuge mal dahin, oder mach mal das. Sehr, sehr häufig aus seiner jahrelangen Erfahrung, weil er weiß, dass es dem Kunden gut tut, aber ohne die neurologischen Prozesse dahinter vielleicht ganz durchdrungen zu haben. Und wenn diese Korrekturen dann auch zielgerichteter sind, sodass das Neurotraining quasi, ich will nicht sagen unbewusst, aber zielgerichtet, ohne dass ein Kunden merklich anders halt irgendwie ist, dann mit einfließt, dann glaube ich, wird es ankommen. Im Augenblick, wie gesagt, da die Ausbildung nicht flächendeckend ist, da sehr, sehr viele Sachen aus dem Englischen noch da sind, wird sicherlich noch eine Zeit dauern, bis, sage ich mal, der Trainer in jeder Einrichtung, sage ich mal, sich auch diese Techniken im lebenslangen Lernen halt angeeignet hat. Man muss ja auch jetzt nicht auf die höchste Stufe direkt dann springen, um dann die einzelnen Rückenmarkspfade dann im Detail zu erklären. Aber ich glaube, dass das Verständnis schon wichtig sein wird und ja, meine Prognose ist, dass es ein integraler Bestandteil des Trainings werden wird. Weil man einfach, wenn man auch über den Teich guckt, da gibt es in Sportarten eigene Augentrainer, das heißt Trainer, die nur für das visuelle System zuständig sind. Und auch da müssen gerade, was das Gleichgewichtstraining ist, müssen auch hier in Deutschland noch aufgrund der neuen Studienlage einfach viele Zöpfe abgeschnitten werden. Und darum kann ich mich nicht selber von ausnehmen. Man kann natürlich immer nur das unterrichten zu der Zeit, was man wusste. Und da muss man aber jetzt auch einfach mal sehen, dass sich zum Beispiel auch das Gleichgewichtstraining fundamental tatsächlich auch verändert hat. Und ich denke, wenn man da up to date sein will und seinen Mitgliedern das Aktuelle bieten möchte, wird man um diesen Bereich sicherlich nicht drum herum kommen. Und deswegen, ja, lohnt sich das lebenslange Lernen, womit ich eingestiegen bin, sicherlich in der Rahmen der Qualitätssicherung und Verbesserung. Ja, sehr, sehr schöne Abschlussworte. Vielleicht auch wir natürlich im Aktivzentrum mögen dieses Prinzip auch des lebenslangen Lernens oder auch der kontinuierlichen Verbesserung. Deswegen werden wir beide sicherlich auch noch in Gespräche treten, wie wir das vielleicht auch in den beiden Standorten am Aktivzentrum nochmal gezielter schulen können, wie wir das Trainerteam da mitnehmen können und dann auch zielgerichtet unseren Kunden, unseren Mitgliedern zur Verfügung stellen können, um da wieder mehr Gesundheit, Gewichtsreduktion, Schmerzfreiheit und so weiter zu erzeugen. Vielleicht ganz zum Schluss, können wir noch irgendwie auf deine Persönlichkeit, auf deine Arbeit aufmerksam machen, deine Website jetzt hier an dieser Stelle nennen oder dann vielleicht auch in den Shownotes verlinken, also noch irgendeine Botschaft, die du gerne rausbringen magst. Nein, grundsätzlich, wie gesagt, einfach nochmal der Dank jetzt hier auch und dass ihr euch solchen neuen innovativen Themen auch annehmt und auch die Offenheit dafür zeigt ja, dass ihr da in die richtige Richtung geht. Ja, meine Homepage können wir unten schon verlinken, www.ulf-sobeck.com. Also da könnt ihr einfach mal reinschauen, wenn ihr was über mich noch wissen möchtet.
Ansonsten Insta, normalen sozialen Medien bin ich vertreten. Ansonsten kommt gerne auch dann mal zu einer Ausbildung zur BSA-Akademie da, wenn er studieren möchte, zur Hochschule, der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr einfach auf dem Kongress sonst hier irgendwas kommt, einfach zu mir. Ich denke, ich bin recht nahbar und freue mich dann einfach auf einen Austausch mit eurer Erfahrung, euren Fragen. Und ansonsten, wie gesagt, bedanke ich mich nochmal abschließend für die Einladung. Und mein Motto ist halt Keep on Moving. Also in dem Sinne, bewegt euch, das ist erstmal das Wichtigste. Und wenn man das geschafft hat, dann kommt der zweite Schritt, dass man das dann vielleicht in der Perfektion dann noch durchführen kann. Aber wichtig ist erstmal, führt ein bewegtes Leben, verbessert euch. Und deswegen von daher vielen Dank für die Einladung. Und dann, Tobi, alles Gute für deine beiden Unternehmungen und den Mitgliedern wirklich Gesundheit. Und wie gesagt, wenn Fragen sind, einfach an Tobias wenden. Und ansonsten darf ich mich verabschieden. Super, vielen Dank. Da möchte ich gar nicht mehr viel hinzufügen und vielen Dank auch fürs Zuhören.